Ich grüße und herzlich wieder herzlich willkommen heute mit einer neuen Folge von 40k Gaming News. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, dann hinterlasst auch gerne den Abo auf diesen Kanal. Wen ihr euch aber auch nochmal reinziehen könnt, das ist der Exploding Hamster, der vor 3 Wochen, na, ich zeige mit der Maus drauf, vor 3 Wochen hat er schon ein Video gemacht, beziehungsweise bewiesen, dass ein Total War Warhammer 40.000 in Entwicklung ist. Und gleichzeitig auch vom selben Entwickler Creative Assembly ein Total War Erster Weltkrieg in Entwicklung ist. Allerdings braucht Creative Assembly dazu eine neue Engine. Und diese neue Engine, die hapert jetzt leider ein bisschen. Und es gibt auch enorme technische Schwierigkeiten, weil man eben halt in der Vergangenheit vergessen hat, ja, eben halt in viel Technik und in eine neue Engine zu investieren. Also zumindest die Probleme, die er hier aufgezeigt hat. Und wie gesagt, wenn ihr da mehr wissen wollt, dann schaut euch einfach mal gerne dieses Video an. Das war sehr informativ vor 9 Tagen. Dann kommen wir zu Warhammer 40.000 Rogue Trader. Und zwar, was man hier immer wieder in Angriff nimmt, ist der Koop-Modus. Das ist mir aufgefallen. Es gab jetzt 2 Updates seit meiner letzten News und ein Hotfix. Der Hotfix, der war am 29. Da wurde aber nicht so viel gefixt. Und hier gab es auch noch mal ein Update, das war am 28. Dezember. Ja, und hier auch wieder der Koop-Modus. Dann natürlich viele Kampagnensachen, die hier natürlich geschwärzt sind. Und auch viele Item-Sachen und auch viele Skill-Sachen. Es dauert eben halt, bis so ein Rollenspiel da komplett reibungslos läuft. Aber bisher sind sie da sehr fleißig dran. Und Warhammer 40.000 Rogue Trader macht, finde ich persönlich auch immer noch eine Menge Spaß. Dann kommen wir zur Ankündigung von Inquisitor Martyr. Und zwar hat man hier mit einem Update alle Seasons gleichzeitig kostenlos verfügbar gemacht. Den kann man hier auf einem Charakterbildschirm auswählen. Und was auf jeden Fall noch kommt, ist ein Offline-Modus. Ja, der wurde hier versprochen und der erscheint demnächst ebenfalls. Ebenfalls erschien es auch von selben Entwickler ein Trailer, der die ganzen Seasons hier aufzeigt. Und zu guter Letzt, kostenlose Warhammer 40k Lore habe ich hier gefunden. Bei diesem Kanal, den finde ich auch unten in der Beschreibung. Außer das Gefängnis und die goldenen Flüsse ist der Rest alles Warhammer 40k Lore. Damit wären wir am Ende. Und dann lassen wir gerne auch ein Like. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.